Ah, keine Chance mehr hat. Und dann greifen wir hier gleich auch nochmal mit Modis an. Kann auch hier diesen einfach nicht mal benutzen. Nein. Genügt? Das wollte ich gar nicht. Ich wollte nur hier die Auswahl beenden. Okay, wisst ihr was? Wir verkaufen die mal. Die sind ja jetzt unnütz. Die hier hinten ist ja wirklich alles safe. Und da ich jetzt auch keine Lust habe, wirklich alles nach vorne zu schicken, verkaufen wir die mal. Eben. Und dann schicken wir gleich neue Motis einfach nach vorne und greifen seine Base direkt an. Ich hoffe, dass da hinten eigentlich gerade läuft. Ja, sieht aber gut aus. So. Seid ihr bereit, Leute? Dann geht's los. Wir setzen jetzt hier überall... Was? Commander. Okay. So. Wir sind ein Commander. Aha. Eine Chief mit freigeschaltet. Müssen wir mal gleich gucken, was das heißt. Wahrscheinlich irgendwas mit den Motis zu tun. Oder weil wir jetzt schon irre viele Cubes Mans gesetzt haben aufs Schlachtfeld. Deswegen vielleicht auch. Oh, da kommt eine Kiste. An die komme ich jetzt natürlich nicht so schnell ran. Was aber auch nicht so schlimm ist. Man kann den da hinten hinschicken, dann komme ich nämlich doch ran. So. Der soll mal jetzt hier was noch sagen. Der kann ja gar nichts. Dann beschleunigen wir mal das Ganze ein bisschen, weil im Prinzip ist das Spiel jetzt geschafft. Weiß nicht, was er noch machen will. Wir können natürlich jetzt noch ein paar Landminen setzen. Vorsichtshalber, so aus Sicherheitsgründen. Man weiß ja nie. Aber der hat jetzt auch nur noch 5 Leben. Und da kommen die letzten. Nee, das kommen die noch nicht. Schade. Wollte gerade sagen. Setzen wir hier noch ein paar Landminen hin. Dann hat der nämlich hier gar keine Chance mehr. Da kommen sie auch schon alle. Da reingehen wir durch den Teleporter. Teleportation und. Zack, fertig. So, hier hinten ist ein absolutes Feuerwerk-Manometer. Ja, dann würde ich sagen, wir haben es eigentlich auch so gut wie geschafft, ne? Müssen wir echt nur noch warten, dass die letzte eben durchrennen. 3, 2. Jetzt auch nicht, da fehlt noch genau ein. Oh, das ist doch nicht wahr. So, der versucht sich natürlich hier immer noch zu wehren. Kann man ihn nicht übel nehmen. Aber seine Chancen hat er verspielt. Er hat sie einfach verspielt. Können wir jetzt natürlich nochmal eben überall ein paar Grills hinsetzen. Nur nochmal, um wirklich sicher zu gehen, dass wir das auch schaffen noch heute. Und nicht doch noch verlieren, aus irgendwelchen Gründen. So, und dann mache ich mich hier schon mal für die Siegeskamera bereit. Mann, das geht jetzt aber auch doch recht einfach. Mal gucken, wer jetzt gleich mit 3 Gegnern ist. Wir stocken das mal jetzt mal weiter auf. Und Ende. Oh, Errungenschaft. Outnumbered. Okay. Da feiern sie. Richtiges Feuerwerk mit Belichtung auch. Achievements, wir haben Zeit. Kaufe 4000 Cubemans haben wir schon gekauft. Und win the Team 1 for the 2 Game. Oh, ja, klar. Ne, da haben wir noch ein Achievement freigeschaltet. 2 sogar gleich. Welche Karte war das jetzt nochmal? Island, ne? Ja, Island. Okay, da kommt die... Oh Gott, was ist denn hier los? Island, da kommt Avenge. Oh, die Karte ist schon wieder ziemlich klein. Ob das mit 3 funktioniert? Downtown. Oh, das sieht aber interessant eigentlich aus. Ah, komm, nehmen wir nochmal Downtown. Nehmen wir aber dafür einen neuen Skin. Und dann nehmen wir mal... Hey, was? Nee, die hatten wir letztens erst. Nehmen wir mal die Piraten. Die Piraten! So. Warte, würde ich sagen. Elite und es geht los. Und diesmal will ich rot sein, ja? Hier. So, die sind alle gegenüber. Ach, das ist die Karte. Nein! Oh, wie ich die hasse. I hate this. I hate this card. Card, wie auch immer. Sollten vielleicht doch erstmal hier hinten absichern, wenn ich mir das so recht überlege. Ah, komm. Da kommen jetzt gleich einen Haufen Cubes schon an. Finde ich gar nicht nett eigentlich. Aber nun gibt es auch ein bisschen Kohle, auch wenn nur ein pro erledigten. Aber da haben wir jetzt schon mehr als wieder Gegner.
Das ist auch schon mal ein Fortschritt für sich. Oh, da hinten kann man aufsetzen. Und da kommt ein Krill. Von irgendeiner Seite. Ah, da ist er schon. Oh, ein Wrestler kommt. Mumie, normale und Wrestler haben wir, okay? Ja, okay. Und wir haben Piraten. So. Jetzt müssen wir aber mal gucken. Jetzt müssen wir den natürlich hier ganz schnell erledigen. Hat natürlich schön spät angefangen zu schießen. Und dann besetzen wir gleich diese Position hier. Ich will hier setzen. Why not do you gain? Und so. Oh, er setzt sie. Oh, das ist jetzt gefährlich. Das ist jetzt gefährlich. Die setzen hier oben. Wir müssen natürlich hier oben jetzt ziemlich schnell aufräumen. Weil das könnte jetzt echt arg böse ausgehen. Muss mal kurz gucken. Wo ist hier Wally? Wally auf der 8. Ne, Milo. Setzen wir hier noch eine Mine hin einfach. Weil wir es können. Oh, oh, ja, das meine ich. Das ist da nicht gut. Müssen die ganz schnell runterschießen hier. Und er erledigt unsere Einheiten hier. Eiskalt. Da ist er eiskalt. Ich habe keine Chips mehr. So. So, du setz dich auch mal hier hin. Und du kannst mir in die Heilstation gehen. Hey, Heilstation! Nein, da geht schon ein Blauer hin, ich glaub's nicht. Da, Fug! Das darf's doch nicht sein. Ja, wen nehmen wir jetzt? Wen nehmen wir jetzt? Wir nehmen am besten Wikis. Ah, können aber nur einen. Gut, dann müssen wir hier oben irgendwie die Lage weiter sichern. Mit Grills, möglichst. Wenn's irgendwie möglich ist. Oh, da kommt eine Kiste, da kommt eine Kiste. Die kriegen wir, die kriegen wir! Ja! 39 Pure, das ist ja jetzt echt wenig, also bitte. Ich hätte jetzt mehr gebraucht. So, die andere Seite können wir noch nicht sichern, weil da werden wir locker abgeknallt. Aber wir können hier die Mitte noch sichern. Können wir da auch runter? Nee, da können wir nicht runter, okay. So, ja. Währenddessen ich hier jetzt versuche, mit Grills hier alles abzusichern, setze ich mal die ersten beiden Booties am besten da oben hin. Vielleicht können die ja da runter schießen. Das wäre natürlich schon mal genial. Wir versuchen es mal. Sollte gleich Modi oben landen. Oh, Bugger. Und kann er runterschießen? Ja, erstmal auf den. Ja, reicht die Reichweite. Wenn wir dich doppelt upgraden, das sollte reichen. Sollte theoretisch reichen. Setz hier erstmal hier und dann können wir auch einen Sniper eigentlich setzen. Da kann ich keinen hinsetzen. Da kann ich auch keinen hinsetzen, komischerweise. Hä? Wollte gerade sagen. Was ist hier los? So, was ist mit dir? Geh mal da runter. So. Oh, die kommen natürlich mit 9 hoch. Wir müssen eigentlich die Seite mal absichern hier. Ganz dringend. Dann mache ich da gleich mal einen Angriff der Grills. Jo, und das sieht gut aus. Wenn die jetzt noch treffen würden, beziehungsweise das nicht von sich vor auflösen würde. Hallo? Dann würden wir da unten auch noch treffen. Ja, toll. Mal wieder nett vom Spiel gemacht. Danke, ich bin beleidigt. Mann, oh, da hinten sieht es gar nicht gut aus. So, jetzt sollten wir das möglichst mal absichern. Das mache ich mal mit ein paar Grills eben. Hier gehört nämlich die Base erstmal uns. Dann können die da oben kaum noch was hinsetzen, erstmal solange sie hier nicht durchkommen. Natürlich kommen sie noch durch, aber schwerer. Sagen wir mal schwerer auf jeden Fall. So, jetzt spare ich erstmal ein paar Cubes, um gleich einen richtig schönen Angriff zu starten. Ah, da kommen die aber immer noch gut durch. Ich hoffe, das sind jetzt die letzten, die durchkommen. Müssen wir mal gleich gucken. So, Mega Pain. Holst du mal die Kiste? Danke. Sieht für ihn nämlich schon wieder ein bisschen schlechter aus. Und dann mal sehen, wir haben 200, reicht das schon für ein paar Mokis oder Rockies? Rockies wären vielleicht besser sogar in dem Fall. Oder wir machen eine ganze Sniper-Elite hier oben hin. Guck mal, der hier ist zum Beispiel hier übelst in Gefahr. Aber wir beschleunigen mal ein bisschen das Spiel. Hat alles mit der Änderung zu tun, die ich jetzt hier habe, machen wollte, wie auch immer. Heute auch auf jeden Fall schon mal später gekommen, noch einige, also ein Video habe ich da, das
größeren Aufwand jetzt gehabt. Das sollte, ich hoffe, euch gefallen, in gewissermaßen. Auf jeden Fall schon ein Stück Arbeit. Aber mehr möchte ich nicht verraten. Das verrate ich erst im Intro-Video. Oder beziehungsweise, wenn es klappt, sogar im Trailer, den ich raushau. Aber pst. Ich weiß sowieso nicht, wann diese Folge hier rauskommen wird. Also könnte sein, dass das schon alles geschehen ist, wenn ich die Folge raushau. Joa. Das wäre natürlich jetzt oberlustig. Oh, da geht unsere Verteidigung langsam zugrunde. So. Sniper, 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 Sniper. So, eine ganze Sniper-Elite. Mal gucken, was er dagegen jetzt unternehmen will. Es kann eigentlich nicht gut für ihn enden. Für alle drei kann es nicht gut enden. Mit der ganzen Sniper-Elite da oben. Es sei denn, die werden natürlich vorher noch erledigt. Sollten sie aber eigentlich nicht werden. Und dann haben sie jetzt eigentlich... Ah, obwohl, so viel Damage machen die gar nicht mehr, ne? Ah, das ist natürlich... Doof, doch 5 Damage, aber eben nur Einzelschüsse. So, jetzt haben wir gleich eine ganze Sniper-Piraten-Elite-Einheit hier oben. Da wollen wir uns die mal näher angucken. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Hallihallo! Ihr sollt die Waffe nicht in euch reinpreschen, ins Gesicht, sondern damit schießen. Außerdem ist das Visier da und ich muss das vor dein Auge halten, das Visier, und nicht da unten irgendwie am Bart. Wo noch Chips hängen im Übrigen. Wollte ich nur mal so sagen. Ja, da hängt ein Chip. Seht ihr das? Da an der Ecke und da oben. Was ist das? Kaffee? Hm. Die und ihre Werte. Naja. Boah, guckt doch mal die Punktzahl an. Ist hier aber ein klarer Sieg irgendwie. Zumindest nach den Punkten, ja? So, wir könnten jetzt gleich nochmal natürlich hier unten eine ganze Elite-Reihe machen. Mit Motis. Mal gucken, ob wir das machen. Wäre natürlich jetzt nochmal richtig episch. Aber da spare ich lieber noch ein bisschen für den Notfall. So, und den ersten Gegner haben wir, glaube ich, jetzt gleich schon. Den haben wir erledigt. Ja. Ende. Auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Dann würde ich sagen, wir machen hier unten jetzt eine ganze Elite-Reihe mit Motis. Da kommen die auch schon an. Die Piraten, die Moti-Piraten. Wir entern das Schiff. Beziehungsweise die Base. Ja, versteckt den ruhig, den kriegen wir schon. Hier, grade him up. Kriegst du ihn jetzt? Hallo? Muss man ihn erst darauf hinweisen, dass da einer ist. Mann, was habe ich denn hier für eine Piratencrew? Aber der irgendwie trifft er ihn anscheinend, ne? Oh, das war ein Fehler, den rauszuholen. Das war aber mal sowas von ein Fehler. So, hol ich mal hier noch ein paar mehr. Ich setze ich mal jetzt hier vorne hin. Dass die Base ja hier schon kaputt ist. Ah, Kamera, Kamera. So, mal sehen. Der zweite hat auch nur noch 7 Leben. Sieht auch nicht mehr so dolle für den aus. Wo bleiben? Hallo? Achso, ja. Müssen jetzt auf die warten. Okay. Hallo? Lauf den mal? Schneller hier! Zwei, noch zwei. Gehen wir mal auf den über. So. Also das ist ein klarer Sieg für uns, ohne Witz. Jetzt versucht er jetzt verzweifelt noch eine Mine zu setzen. Wo setzt er denn hier hin? Kriegen wir den noch voll kaputt? Ja, den kriegen wir noch voll kaputt. Könnt ihr den mal angreifen hier? Ist er gemütlich in der Ecke? Wird nicht erledigt? Ganz wenig Schaden kriegt er nur. So, wie viel hat der noch? 6. Noch 6 Leben. Dann ist er erledigt. Und von denen hier können sie sich auch schon mal verabschieden. Definitiv. Boah, Sniper, wenn die losschießen, dann ist hier alles verloren. Seht ihr das? Flams, weg. Einfach mal weggeburnt. Müssen wir eben mal weiter wegscrollen. Und jetzt dürften wir es eigentlich gleich sehen. Außer, dass hier die ganze rote Punktchen runterfliegen. Guck mal, wie viele Geschosse hier auf die Ecke. Ja, komm, einmal einen richtigen Schuss hier, wo alle schießen. Ja, man sieht aber hier die ganze Zeit, hier kommen Schüsse.
am Teil sogar unterschiedliche Geschwindigkeiten. So. Und jetzt haben wir hier gleich den absoluten Sieg. So. Mach ich mich schon mal bereit. Eins kaputt und zwei ist jetzt auch kaputt. So, mach ich mal so. Die Cam. Und gewonnen! Und dann feiern sie! Uphill Battle. Oh, wir haben schon wieder ein Achievement freigeschaltet. Oh, guck doch mal, wie die feiern. Geil, eine ganze Reihe haben wir hier. Sauber Achievement. 1 Force 3 Game. Okay. Und oh, da gibt es auch 1 Force 4, 1 Force 5. Komm, dann versuchen wir das nochmal. Gleich ins nächste. Gleich ins nächste. Ah. Then divided. Oh. Pause then play. Nehmen wir mal jetzt ein anderes Team wieder. Oh, ja, ja, ja. Das ist schön hell. Und Skin. Wer könnte es schaffen außer Sportler? Also bitte. Gut, dann müssen wir jetzt 5 nehmen. Started. Natürlich muss ich alleine kämpfen. Oh, das sieht jetzt aber schon um einiges übler aus. Erstmal die Base schützen. Wo sind denn die Gegner? Da ist 1, da ist 2. Da ist 3 und hier ist 4. Und wir spielen auf Elite. Leute, was ist los? Und wenn ihr mal ein Gefühl habt momentan, das ist gar keine Elite. Aber ihr habt es gesehen, da steht Elite. Der setzt gleich eine Mine hier vorne. Ja, genau, 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 ja. Ich fasse es nicht. Fängt das jetzt schon so gut an? Auf jeden Fall müssen wir die ganze Reihe hier erledigen. Ganz schnell. Na, es geht aber auch. So, dann habe ich im Prinzip schon mal meine Base abgesichert. Da können die schon mal nicht so viel mehr unternehmen. Aber sie können natürlich hier durch und durch angreifen. Und ich hoffe, das tun sie auch.